beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge statistisch nicht gesondert erfasst. Es geht also um Anträge zum Familienasyl von Familienmitgliedern von Schutzberechtigten. Angaben können nur zur Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gemacht werden. Danach erhielten im Jahr 2016 insgesamt 13.148 Personen Familienasyl oder Familienschutz. Im Jahr 2017 waren es 36.297. Es liegen keine Erkenntnisse dazu vor, wie viele Familienmitglieder von Schutzberechtigten im Sinne der Frage bei der Asylantragstellung in Deutschland keine gültigen Ausweisdokumente vorlegen konnten. Frage, Herr Kollege Fieser. Jawohl, Herr Präsident. Erste Zusatzfrage. Mit wie vielen anerkannten Anträgen auf Familienasyl rechnet die Bundesregierung im Jahr 2018? Das können wir nicht genau vorhersagen. Das ist uns nicht möglich. Diejenigen, die Familienasyl beantragen, das sind ja solche, die mit ihrer gesamten Familie nach Deutschland kommen, Asyl beantragen und dann, wenn die gesamte Familie anwesend ist, auch Familienasyl bekommt. Das heißt, es ist eine Verfahrenserleichterung. Das Familienasyl ist nicht zu verwechseln mit dem Familiennachzug. Weitere Zusatzfrage? Jawohl, vielen Dank für die Antwort. Wie wird die Familienangehörigkeit der Antragsteller jeweils überprüft und festgestellt? Natürlich über Dokumente, wenn keine Dokumente vorliegen, über Befragung oder in Zweifelsfällen auch mit Speicheltest. Sonstige Zusatzfragen? Nicht. Dann habe ich versäumt zu sagen, dass die Fragen 2 und 3 schriftlich beantwortet werden. Und damit gebe ich Ihnen das Wort zur Antwort auf die Frage 5.